Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Max Payne. Mir ist jetzt, meine Lieblingssendung ist vorbei. Das war wieder eine super Folge, Das war bestimmt Assi-TV, also es war Assi-TV, muss ich schon sagen. Mit dem Leben, ist klar. Kapitel 6, Angst verleiht Flügel. Also mit dem Leben gucke ich immer, ja. Die Bomben hatten sämtliche Treppen zu Lupinos Büro zerstört. Die andere Route führte mich über die angrenzenden Dächer. Ne, aber jetzt ganz mal ernst. Mit dem Leben ist so ein Scheiß. Der Himmel stürzt über uns zusammen. Ich weiß nicht, wie man sich das antun kann. Ist alles taub. Ich fühle nichts, gar nichts. Ich friere mir den Arsch ab. Komm, ich mach's mal ein bisschen wärmer hier. Boah, die sind aber auch nie zufrieden, ne? Erst sagen, oh, mir ist so kalt und jetzt auf einmal. Boah, was macht denn der da? Der hält sich im Kopf. Ich habe diesmal sogar wieder einen Timer gestellt, weil ich. Ratte! Oh, der hat gerade so süß geguckt. Das tut mir jetzt schon fast leid. Um auf das Dach zu kommen, musste ich den Aufzug erreichen. Durch die verschlossene Tür vor mir. Gut, die anderen Ratten lasse ich jetzt mal. Ich speichere nochmal. So. Was haben wir denn hier? Geht's hier lang? Natürlich nicht. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Aber erstmal hier nochmal ein bisschen Muni anschaffen gehen. Dann die Desert Eagle. Oh, die Ratte haben wir auch erwischt. Alter. Komm, das war gemein. Das war bestimmt die Strafe dafür, dass wir die Ratte erwischt haben. Wer kotzt denn da? Max! Was zur Hölle? Süßen Mädchen. Nee, ich bin falsch. Das sind bestimmt minderjährige Mädchen, die eine schwere Zeit durchmachen, deswegen hier in solchen Häusern ihre Zeit verbringen. Die Armen. Nein, es ist ja ein ernstes Thema, also. Also nicht, dass Mädchen ihre Zeit in Häusern in heruntergekommen von den verlassenen Häusern verbringen, sondern ja, du wisst schon. Nein, nicht schießen, ich bin nicht. Kennst du die Clowns im Waschsalon? Ich? Nein. Dann nützt du mir gar nichts. Was? Nein, der Waschsalon. Ja, ich kenne sie. Ja. Bring mich da rein. Okay, okay. Ich? Das ist Hey. Nee, ich nenne ihn lieber Ernest oder sowas. Ernest. Wer lacht denn da so? Du? Ich mach mal kurz einen Quick Save. Wie sieht denn der bitte aus? Kein Problem, Mann! Ich gehe mit dir in den Waschsalon! Der Druck war zu stark. Ich war auf ihr Niveau gesunken. Oh, meine Hand ist mir einfach ausgerutscht. Der Druck war zu stark. Ich war auf ihr Niveau gesunken. Das war es nicht wert. Nichts war das wert. Schön, dass er nach vorne gefallen ist und dann wieder nach hinten. Aber das mit der Schrotflinte sieht irgendwie cooler aus. Sag einfach, Mann, und ich bin da. Der Druck war zu stark. Ich war auf ihr Niveau gesetzt. Und er steht. Na gut, dann machen wir jetzt richtig weiter. Gibt's hier irgendwas Cooles? Oh!
Das war, das sah doch cool aus, oder? So, aber ich glaube, hier war ein Schrank, genau hier. Oh, Painkiller. Speichern. Dann geht er weiter. Weiter, weiter, immer weiter. Entschuldigung, aber ich kann einfach nicht anders. Oh Gott. So ein Scheiß. Na gut, ja, komm, dann lassen wir sie mal. Die Kinderschänder. Der macht es da ganz schön am Tisch zu schaffen. Nein, 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 nein. War doch gar nicht so gemeint. Nicht so schnell, ich brauch das Passwort. John wer? Komm schon. Okay, John Woo. In Ordnung, komm rein. Das ist eine Falle! Es ist Pain! Das ist Pain! Ach nein. Wie kommst du denn da auf? Ich wollte gerade ein bisschen Muni-Verschwendung zu gucken, wie sehr das Blut sich so ausbreitet. Ich finde, für so ein altes Spiel ist das schon... Naja, es sieht ein bisschen vertrocknet aus, aber wie gesagt, für so ein altes Spiel... Es war schmutziges Geld. Ach, da sind ja noch welche. Ach, das ist er doch. So, Painkiller, speichern. Luigi's Laundry. Was schmeißt denn hier rein? Oder täuschen? Hä? Hier schneid's rein. Sinnlos. Gibt's hier irgendwas, was ich anklicken kann? Nicht, dann fahren wir jetzt mal. Oh, was für eine geile Fahrstürme, Mucke. Speichern. Oh yeah. Verlassen. Goodbye. Also nicht euch, sondern die Fahrstuhlmusikleute. Das ist ein Beruf. One hell of a beer, immer noch. Oh, das kostet $3. Also ihr wisst Bescheid, ne? Warte, wie hieß denn das? Oh. Ich glaube, der Typ ist auf dem Klo. Warte, bin gleich fertig. Wie geil. Warte, ich bin gleich fertig. Warte, der kriegt eine Special-Überraschung. Was zur Hölle? Oh, er kommt mit seinem Bleirohr aus dem Klo, das war doch so klar. Zur Sicherheit einfach mal spülen, ne? Kann ja nie wissen bei so einem Typ. New York City befindet sich heute Abend in einer Krise. Ein Valkyr-Bandenkrieg tobt in den Straßen der Bronx. Anscheinend führt Max Payne, der in Verbindung mit dem Mord an einem DEA Special Agent am frühen Abend als dringend tatverdächtig gilt, einen Einmannkrieg gegen seine früheren Komplizen. Unter den bisherigen Opfern befindet sich neben den berüchtigten Mafiosi Joey und Virgilio Finito unter anderem Rico Muerte, der als Verdächtiger in mehreren Mordfällen im Bereich Chicago ebenfalls auf der Flucht war. Das NYPD wurde in Alarmbereitschaft versetzt. In der Stadt wurde eine Großfahndung nach Max Payne eingeleitet. Deputy Chief Jim Bravura versprach, alles zu tun, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Welche Maßnahmen ergriffen werden, ist noch nicht bekannt. Hier ist Kira Silver für NYCNN TV News. Im Grunde genommen haben wir da was Gutes getan, denn wir jetzt Mordverdächtige
heute erledigt haben. Ja, ich meine, okay, ist es vielleicht nicht, aber es ist auch diese letzte riesige Großverhandlung. Nur weil wir so eine riesige Zerstörungsspur hinter uns herlassen. Oh, geil. Ich will die Sendung sehen. Mach das Arschloch fertig. Ich will dort nicht hingehen. Das ist der letzte Ort, an dem ich landen will. Wie komme ich immer dorthin? Nur bin ich es nicht, der dort mit dem pinkfarbenen Flamingo spricht, sondern jemand, der genauso aussieht, bis ins kleinste Detail. Nur, dass derjenige böse ist. Ich verstecke mich im Dunkeln, beobachte die Entwicklung. Der Flamingo spricht. Hier kann er sprechen. Er sagt, Spiegel sind feinsassiger als Fernsehen. Das heißt, Spiegel sind viel spaßiger als Fernsehen. Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor, frage mich nur, woher. Und ich, nicht ich, aber mein Doppelgänger, nicke und grinse dazu, als wäre es die lustigste Sache der Welt. Und dann geht etwas schief und plötzlich wissen sie, dass ich mich hinter ihnen verstecke. Beide drehen sich um und schauen mich mit kalten Augen an. Und der Flamingo spricht erneut. Was feuchter gefallenen Engel. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. An diesem Punkt wache ich immer von meinem eigenen Schrei auf in diesem hell erleuchteten weißen Krankenzimmer, an ein Bett gefesselt. Okay. Mysteriös, mysteriös. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Also auf die nächste Fernsehfolge hier, ne? Nicht auf die nächste Folge vom Let's Play. Da muss mal jemand ein bisschen durchwischen. Generell sieht es hier sehr leer aus, aber wenn man hier noch eine Wand hochzieht, ne, die Decke müsste vielleicht noch... Kriegt dann noch dadurch hier noch zwei Gitter mehr und die hat so einen leichten Touch so, ne? Dann könnte vielleicht auch schon wieder was ganz anders sein. Und das Bett auch, das ist so bequem. Naja, ich find's echt gemütlich hier. Speichern. Wir wollen es ja nicht alles nochmal machen. Gut. Wer? Wo? Ach da. Yo. Ja, etwas. Warte, den schieße ich jetzt erstmal weg. Aber der war es eigentlich. So. Wir waren doch da unten. Dann sind wir in die nächste Etage. Und die eine haben wir dann, glaube ich, übersprungen oder so, kann das sein? Und jetzt sind wir fast oben, okay. Rot, blau oder grün? Im Kino ist es immer blau oder rot. Also grün! Nein, nicht der grüne! Oh! Wie geil. Sowas finde ich immer schön. Und wir nehmen mal die Tür. War so klar, ne? Woher wusste ich das nur? Aber Max Payne ist einfach ein schönes Spiel. So traurig die Geschichte auch ist. Das sind immer nur die gleichen Dosen rauskommen. Ich möchte mal hier sowas haben, so im Esso-Farben-Style. Immer nur das Gleiche, ne? Was ist das da für ein komisches Licht? Ist leicht schief, ne? Und ich sehe, die Folge neigt sich dem Ende zu. Und dann würde ich sagen, wir machen den hier, die beiden hier noch schnell platt. Die Folge neigt sich dem Ende zu und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Jetzt fängt sowieso gleich an zu ruckeln, also dann wünsche ich noch einen schönen Tag und ciao.